Anmar S. soll seine Freundin verprügelt haben und danach Polizisten bedroht haben, ihnen die Köpfe abzuschlagen. Als er heute Fotografen vor im Gericht sieht, tickt er vollkommen aus. Spuckattacke am Amtsgericht Dresden. Als Gewalttäter Amar S. am Dienstagvormittag zum Haftprüfungstermin geführt wird, bespuckt er die anwesenden Fotografen, trifft einen von ihnen an der Hand. Dann beschimpft er sie. Vor wenigen Wochen rastete der Tunesier in seiner Wohnung aus. Er verprügelte seine Freundin, sie konnte fliehen. Als die Polizei eintraf, war der Mann mit zwei Macheten und einem Patronengürtel bewaffnet. Das SEK musste anrücken. Der Mann schrie die Beamten an, dass er sie erschießen und ihre Köpfe abschneiden würde. Über einen Balkon versuchte er zu flüchten, wurde schließlich festgenommen. Nun muss der 23-Jährige bis zur Verhandlung in Haft bleiben. Wir wollen jetzt noch mal über diesen Fall sprechen, und zwar mit meinem Kollegen Bernhard Schilz. Er ist mir jetzt zugeschaltet. Du stehst vor dem Amtsgericht in Dresden. Was kannst du uns denn über diesen Täter sagen? Was ist das für ein Mensch? Ja, wir wissen über Amar S., wissen wir, dass er seit ungefähr 6 Jahren in Deutschland lebt. Seit 2016 stand er dreimal vor Gericht, unter anderem wegen Drogenbesitz, Raub, Körperverletzung, Diebstahlsdelikt. Was bietet sich denn heute? Ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja, frag ruhig, bitte. Okay. Was bietet sich denn heute genau vor dem Amtsgericht ab? Wir haben, Sie sehen hier auch gerade die Bilder. Ja, ist folgendermaßen. Und zwar, man sieht auf den Bildern, dass vier Männer in Uniform, das ist die Sicherungsgruppe Justiz, das sind sozusagen die schweren Jungs, die für die Vorführung von gefährlichen Tätern vorgesehen sind, dass die vier Jungs ihn zu dieser Verhandlung bringen. Und er sieht die Fotografen, stoppt erst kurz, diskutiert mit den Männern und dann lässt er sich zum Saal führen. Und in dem Moment, wo er an den Fotografen vorbeikommt, spuckt er los und sagt Hurensöhne zu denen. Und der Fotograf, der dort getroffen wurde von einer Dresdner Tageszeitung, der konnte nicht mehr ausweichen. Und wir sehen auch hier die Bilder die ganze Zeit, wie der Mann aus dem Balkon klettert. Vielleicht kannst du uns was dazu sagen. Was war da los? Genau, das war der Ursprung dieser ganzen Geschichte. Das ist die Michelangelo-Straße in Dresden. Dort hat er sozusagen gewohnt, nicht ganz legal, weil er eigentlich in Riesa gemeldet ist. Und er hat dort bei einem Kumpel gewohnt und hat sich mit seiner Freundin, die dort zu Besuch war, massiv gestritten. Die junge Frau, 19 Jahre alt, eine Deutsche, fühlte sich bedroht, hat die Polizei gerufen. Und die Polizei hat dann versucht, ihn aus der Wohnung zu holen, mit ihm zu sprechen. Und er hat aber dann mit zwei Macheten gedroht. Er hatte einen täuschend echten Patronengurt und hat die Polizisten bedroht, sodass das Spezialeinsatzkommando gerufen wurde, um die Situation in den Griff zu kriegen. Dankeschön, Bernhard Schilz, für deine Informationen von vor Ort. Ja, es ist auf den Tag genau 6 Monate her, als diese Tat in ganz Deutschland Entsetzen auslöste. Im November wurde der Berliner Chefarzt Fritz von Weizsäcker, Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, bei einem Vortrag mit einem Messer angegriffen und erstochen. Völlig unvermittelt soll der Angeklagte aus dem Publikum in der Berliner Schlossparkklinik aufgestanden sein und den Mediziner mit einem Klappmesser in den Hals gestochen haben. Vermutlich aus Hass der Familie gegenüber. Ein Polizist, der privat unter den Zuhörern der Klinik war, ging dazwischen. Auf ihn habe der 57-jährige Angeklagte auch mehrfach eingestochen. Der Beamte überlebte. Heute hat der Prozess begonnen. Prozessauftakt im Fall Weizsäcker am Berliner Landgericht. Vor genau 6 Monaten wurde Fritz von Weizsäcker Opfer eines Attentats. Dem Angeklagten wird Mord und versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Mord einmal an dem Chefarzt Professor Dr. Fritz von Weizsäcker und versuchter Mord sowie gefährliche Körperverletzung zum Nachteil des eingreifenden Polizeibeamten, der privat bei dieser Veranstaltung gewesen sein soll und versucht haben soll, den Angreifer zu entwaffnen. In der Verhandlung muss geklärt werden, ob beim Täter Gregor S. Merkmale einer psychischen Erkrankung vorliegen. Der erste Verhandlungstag ist jedoch bereits nach 7 Minuten beendet. Der Grund? Der medizinische Sachverständige für das psychologische Gutachten war terminlich verhindert. Und auch der Angeklagte sagte nichts. Lediglich die Anklage wurde verlesen.
Er konnte heute gar nichts sagen, weil der Sachverständige noch nicht da gewesen ist. Und infolgedessen wird das dann am nächsten Hauptverhandlungstag stattfinden. Und das muss der medizinische Sachverständige beurteilen. Deswegen haben wir hier auch mehrere Hauptverhandlungstage. Aber vom, sage ich mal, salopp gesprochen, gesunden Menschenverstand aus, gehe ich nicht davon aus, dass ein gesunder Mensch so eine Tat begeht. Für den geschädigten Polizisten und die Schwester des getöteten Beatrice von Weizsäcker war es ein kurzer und ergebnisloser Tag. Doch der Prozess hat begonnen und wird am 26. Mai am Berliner Landgericht fortgeführt. Ja, und wir haben es in dem Bericht schon gesehen, ein Polizist wollte die Tat verhindern, ist dazwischen gegangen und wurde selbst sehr schwer verletzt. Und darüber möchte ich jetzt gleich sprechen. Aber erst einmal sehen wir hier gerade noch die schweren und schlimmen Verletzungen des Polizisten. Ferit B. wird als Held dafür gefeiert, dass er dazwischen gegangen ist. Und darüber möchte ich jetzt gleich sprechen mit Benjamin Jendro. Er hat einen emotionalen Tweet abgesetzt. Den können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz einblenden. Er ist Chef der Polizeigewerkschaft von Berlin und hat sich gestern auf Twitter geäußert. Ferit hat gedankenschnell und ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit alles Menschenmögliche versucht, um diese grauenhafte Tat zu verhindern. Leider hat sein vorbildlicher Einsatz das Leben von Fritz von Weizsäcker nicht retten können, aber es hat ohne Frage Schlimmeres für die anderen Anwesen verhindert, wofür ihm großer Respekt gebührt. Seine Wunden sind bis heute nicht verheilt, die Hände weiterhin stark geschädigt, sodass ihm selbst das Schuhbinden Schmerzen bereitet. Wir hoffen sehr, dass alle Verletzungen, auch die seelischen, vollständig genesen und verlassen uns auf die Zusage der Polizeipräsidentin, dass er sich auch als Beamter auf Probe unabhängig davon keinerlei Sorgen um seine berufliche Zukunft machen muss. Ja, und wie gerade angesprochen, ein sehr emotionaler Post. Da möchte ich jetzt mit dem Verfasser sprechen. Genau. Herr Jendro, vielleicht können Sie uns sagen, wir haben gerade Ihren Post gesehen, den Sie gestern abgesetzt haben. Wie gefährlich sind denn solche Polizeieinsätze? Also zunächst mal muss ich Sie korrigieren. Ich bin Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, nicht der Chef. Das ist Norbert Gioma, unser Landeschef. Nichtsdestotrotz darf ich mich dann natürlich auch äußern. Ja, es ist so, dass sich gerade der Einsatz ja erst entwickelt hat. Unser Kollege Ferit war ja nicht im Einsatz dort, sondern privat und hat dann eben gedankenschnell reagiert und versucht, dann auch die Tat zu verhindern, was leider nicht gelungen ist, aber dann eben Schlimmeres zu verhindern. Das ist so bei einem Täter, man erlebt es ja jetzt auch noch vor Gericht, dass ganz klar geklärt werden muss, ist er denn überhaupt schuldfähig oder nicht. Das ist eine sehr unberechenbare Situation, egal ob dann jemand privat dort ist oder eben Einsatzkräfte der Polizei dann noch nachkommen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, wirklich gedankenschnell dann auch zu handeln und dazwischen zu gehen. Ja, es bedarf dann mutige Menschen, die das tun. Und ich glaube, Ferit hat sein Bestes gegeben und man hat ja die Bilder gesehen und er war auch heute vor Gericht. Er hat jetzt noch an den Folgen zu knabbern. Und inwiefern spielt dann Ferit B. auch in dem Prozess eine Rolle? Na, da hat sich ja gerade auch die Gerichtssprecherin Lisa Jani schon sehr deutlich geäußert. Es ist so, dass er als Nebenkläger agiert, weil es hier ja auch um einen versuchten Mord bzw. eine Körperverletzung an ihm geht. Ja, und da lässt er sich natürlich rechtsanwaltlich vertreten. Nichtsdestotrotz war er ja auch dabei. Und wie gesagt, es hat auch Auswirkungen auf sein Leben. Deswegen schaut er sich natürlich den Prozess auch an. Aber er agiert als Nebenkläger. Da steht natürlich einiges im Raum. Man darf nie vergessen, Ferit ist letztlich ein Beamter auf Probe gewesen. Das heißt, dass seine gesamte berufliche Laufbahn auch noch nicht geklärt ist, wie es weitergeht. Die Polizeipräsidentin hat uns gesagt, dass er da nichts zu befürchten hat und daran messen wir sie auch, aber es ist auch unklar, ob er beispielsweise seine Hände irgendwann wieder vollständig einsetzen kann und dann auch wirklich den Job weitermachen kann, den er vorher begangen hat. Aber er wird sicherlich bei den Prozesstagen dabei sein, weil es sicherlich auch für ihn nicht ganz uninteressant ist, wie geht denn das Urteil dann letztlich aus nach ein paar Monaten. Danke, Herr Jendro, für das Gespräch. Ja, und dieser Fall schockt das ganze Land seit dem Wochenende, denn ein kleinwüchsiger Mann, Ibrahim Demir, wurde auf der Straße totgetreten. Sein Täter hat schon vorher Angst und Schrecken verbreitet. Wahrscheinlich hat er den kleinwüchsigen Ibrahim Demir getötet. Der 39-jährige Asia A. hat sich am Sonntag der Polizei gestellt. Diese Bilder zeigen ihn wenige Tage vor der Tat, wie er vor einem Kiosk herumpöbelt. In der Nacht zum Samstag war der nur 1,42 Meter große Ibo, wie ihn Freunde nannten, in der Dortmunder Innenstadt tot aufgefunden worden. Regelrecht totgetreten von einem sehr viel größeren und stärkeren Gegner. Das Ende eines Lebens, das schon vorher bestimmt war von Traurigkeit und Selbstzweifeln, wie sein Bruder Bild schildert. Wir hatten wirklich Probleme, weil wir haben gesehen, der hat gelitten. Und der hat es einfach nicht akzeptiert und wir haben auch nicht geschafft, ihn zu motivieren,
der hat seine Größe nicht akzeptiert. Der hat sich als erwachsener Mann gesehen, aber die Leute, die Menschen haben das spüren lassen, dass der nicht so ist, und das hat er nicht akzeptiert. In der Tatnacht hatte Ibrahim Demir seine Mutter besucht. Dann traf er offenbar auf Asia A. und geriet mit ihm in Streit, was ihn das Leben kostete. Der wahrscheinliche Täter ist polizeibekannt und verbreitete in der Gegend Angst, vor allem, wenn er unter Alkohol und Drogen stand. Nun sitzt er wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge in Untersuchungshaft. Hasret Demir sagte zu Bild, er sei erleichtert darüber, dass der Mörder seines Bruders nun gefasst sei. Ja, eine wirklich unfassbare Tat, und wir kommen leider zu einem nächsten schrecklichen Fall, der in München stattgefunden hat. Zwillinge müssen dort jetzt, die in einem halben Jahr erst zur Welt kommen sollen, ohne ihren Vater aufwachsen, und das nur, weil ein Rad-Rambo den werdenden Vater vom Rad stößt. Ich bin gestern gemeinsam mit meinem Schwager gestorben. Dieser Mensch hat durch diese Aktion, durch die Tat, hat auch uns umgebracht. Es ist ein Fall, der einfach nur wütend macht. Am Sonntag kommt es in der Münchner Hochstraße zu einem Streit zwischen zwei Fahrradfahrern. Einer davon, Fabio D., hier links im Bild. Der 37-Jährige soll von einem Unbekannten beleidigt worden sein. Als er ihn zur Rede stellt, schubst der Mann ihn um und fährt einfach weiter. Fabio D. fällt unglücklich, ist sofort bewusstlos. Trotz Wiederbelebungsversuchen stirbt er noch auf der Straße. Durch den Sturz hat er einen Milzriss erlitten, verblutet innerlich. Seine Familie steht seitdem unter Schock. Geht es mir momentan einigermaßen, sagen wir so, gut. Obwohl ich noch daran denke, wie mein Sohn gestorben ist. Auf diese Art und Weise hat keiner verdient, so zu sterben. Darüber hinaus, ich hoffe nur, dass er gestorben ist, ohne dass er leiden müsste. Fabio D. war bei Freunden und Verwandten beliebt. Dass er nicht mehr am Leben ist, kann hier noch niemand glauben. Es gibt ja Menschen, wo man sagt, okay, um Gottes Willen so, aber er war einer gewesen, ihn hat jeder geliebt. Jeder hat ihn geliebt. Er war mein Schwager 10 Jahre, er war der beste Schwager, den man sich vorstellen kann. Wir haben uns alles geteilt so. Er ist nicht nur mein Trauzeuge, ich war auch sein Trauzeuge gewesen. Also wir haben uns geliebt, also so eine Freundschaft, also eine Schwagerschaft, die sie wahrscheinlich einmalig ist. Besonders tragisch, Fabio D. sollte in 6 Monaten Vater werden. Seine Frau erwartet Zwillinge. Ja, und über diesen tragischen Fall möchte ich jetzt mit Bildreporter Karl Keim sprechen. Er steht für uns am Unfallort. Karl, was hast du für neue Erkenntnisse für uns? Ja, bei der Polizei in München sind derzeit knapp über 10 Hinweise eingegangen. Der entscheidende Hinweis ist allerdings noch nicht dabei, der zur Ergreifung des Unfallverursachers führt, aber es gibt gute Hoffnung, denn hier an der Hochstraße hinter mir befindet sich ein Hotel, das den Unfall sehr wahrscheinlich aufgezeichnet hat. Und nach unseren Informationen will man Ende der Woche mit Bildern an die Öffentlichkeit gehen, wenn sich der Verursacher bis dahin nicht gestellt hat. Ja, und wir haben im Beitrag gerade schon gesehen, den Schwager. Wie geht es den Angehörigen jetzt? Diese Frage stelle ich dem Schwager am besten selbst, denn er steht jetzt hier neben mir. Ugo, schön, dass du da bist. Ein trauriger Anlass. Kannst du etwas dazu sagen? Wie geht es der Familie? Unsere Familie ist am Boden erschüttert. Es ist der schlimmste Moment unseres Lebens. Und ich habe heute auch extra einen Trikot für meinen Schwager angezogen. Und um auch im Endeffekt auch, ja, er war unser Herz und uns geht's dreckig. Wie geht es der Frau? Sie ist tatsächlich momentan ganz, ganz schwer am Boden zerstört, und natürlich haben wir auch große Angst, weil sie natürlich auch schwanger ist und sehr Zwillinge im Bauch und durch eine ganz dramatische Situation. Deswegen probieren wir so viel wie möglich abzunehmen. Ich denke, genauso wie um mir, jetzt auch ihr, das ist momentan die schwierigste Hürde, die sie jemals in ihrem Leben hatte. Was sagst du dazu, dass der Verursacher einfach abgehauen ist? Das ist das Schlimmste, was man sich im Endeffekt auch als Familie vorstellen kann, weil es ist der Tathergang und die Ursache, beziehungsweise dass unser Schwager eh schon gestorben ist eh schon unerklärlich genug, und auch, dass er am Boden gelegen lassen worden ist und der Verursacher einfach weiter liegen gelassen hat, obwohl er bewusstlos gewesen ist, das ist für uns unerklärlich. Und auch als Mensch sind wir zutiefst erschüttert. Hoffst du davon, dass der Täter sich bald stellt?
wir hoffen und beten auch dafür. Und wenn er auch nur in seinen Adern auch nur ein bisschen Gerechtigkeit und Blut eines Menschen fließt, dann wird er sich stellen und wird sich auch seiner gerechten, entsprechenden Prozess auch stellen. Und der Rest wollen dann auch die Gerichte entscheiden. Ja, das waren die emotionalen Worte des Schwagers, der hier mit mir an der Unfallstelle steht. Und damit zurück nach Berlin. Vielen Dank, Karl, und wir wünschen natürlich der Familie und den Angehörigen viel Kraft, um das Ganze zu verarbeiten.